Herzlich willkommen bei der Heimatkrankenkasse. Mein Name ist Lea und ich mache hier meine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten, kurz SOFA. Welche Aufgaben du als SOFA hast und wie abwechslungsreich unsere Ausbildung ist, erfährst du heute in diesem Video. Komm doch einfach mal mit. Befinden wir uns mitten in der Kundenberatung, dem Herz unserer Krankenkasse. Hier beraten wir unsere Versicherten und klären ihre Anliegen. Schauen wir doch mal, wie die Arbeit hier so aussieht. Celine, erzähl uns doch mal, was du gerade so machst. Hi Lea, ich bin Celine und bin zurzeit im dritten Ausbildungsjahr. Momentan bin ich im Team Gesundheitskonto eingesetzt und bearbeite dort die Erstattungsanträge. Sei es für eine professionelle Zahnreinigung oder für eine Glaukomvorsorge. Das hört sich echt spannend an. Und was gehört noch zu deinen Aufgaben? Zu meinen Hauptaufgaben gehört vor allem die Beratung und die Betreuung unserer Versicherten. Zum Beispiel beantworte ich Fragen zu unseren Schwangerschaftsleistungen oder helfe den Versicherten dabei, einen passenden Gesundheitskurs zu finden. Und was gefällt dir besonders gut? Ich mag den Kontakt zu unseren Versicherten besonders gern. Sei es hier vor Ort in der Kundenberatung oder am Telefon. Mir macht es Spaß, wenn ich den Versicherten bei seinem Anliegen helfen kann und wir gemeinsam eine Lösung dafür finden. Dann gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause. Ja, Celine, vielen Dank für deine Einblicke. Dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. Während unserer dreijährigen Ausbildung sind wir nicht nur in der Kundenberatung eingesetzt, sondern durchlaufen alle Fachbereiche und Abteilungen in unserer Krankenkasse durch regelmäßigen Teamwechsel. So ist eigentlich für jeden etwas dabei. Deine Ausbildung bei der Heimatkrankenkasse startet mit einer Einführungswoche. Hier erhältst du alle wichtigen Infos rund um deine Ausbildung. Des Weiteren begrüßt dich der Vorstand und die Personalleitung persönlich und im Anschluss machen die Azubis mit dir einen Rundgang durch unser Haus. Selbstverständlich erhältst du auch eine Einführung in unsere Software und in deinen Einsatzplan, aus dem du entnehmen kannst, wann und in welcher Abteilung du eingesetzt bist. Unser betriebliches Gesundheitsmanagement zeigt dir alles Wichtige rund um das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz. Ein Teil der Einführungswoche ist auch das gemeinsame Essen, bei dem du die anderen Azubis und deine Ausbilder in einer entspannten Atmosphäre näher kennenlernen kannst. In jeder Abteilung wirst du mit offenen Armen empfangen und bist so schon von Anfang an ein Teil des Teams. Nach einer in der Regel kurzen Einarbeitungsphase kannst du schon selbstständig arbeiten und deine ersten verantwortungsvollen Aufgaben übernehmen. Trotzdem sind wir während der gesamten Ausbildung nicht allein, denn es finden regelmäßig Azubi-Treffen statt, bei denen wir uns über unsere Erfahrungen und über aktuelle Themen austauschen. Des Weiteren steht uns in jeder Abteilung ein Azubi-Pate zur Seite, wie zum Beispiel Gerwin. Hallo Gerwin! Hi Lea, komm rein! Gerwin, stell dich doch mal kurz vor. Gerne. Ich arbeite seit 2012 hier bei der Heimatkrankenkasse im Team Ärztliche Leistungen und Hilfsmittel. Wie der Name schon sagt, beraten wir unsere Versicherten zu den gesamten Themenbereichen Ärztliche Leistungen und Hilfsmittel. Ich stehe gerne in Kontakt mit unseren Versicherten, um sie in ihren Angelegenheiten bestmöglich zu beraten. Berichte doch mal, welche Aufgaben du als Azubi-Pate hast. Als Azubi-Pate bin ich zuständig für die Einarbeitung in unserem Team und euer erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das Team. Ich vermittle euch Schritt für Schritt die Tätigkeiten, die wir in unserem Team durchführen und gebe euch regelmäßig Feedback zu eurer Arbeit und führe mit euch abschließend auch noch ein Abschlussgespräch. Als Azubi-Paten stehen wir euch während der gesamten Ausbildung zur Seite und helfen euch, eure Ausbildung zu meistern. Ihr seid bei uns nie alleine. Und wie sieht die Einarbeitung bei dir im Team aus? Zu Anfang starten wir mit einem Einführungsgespräch, in dem ich euch alle wichtigen Abläufe und Besonderheiten in unserem Team näher bringe. Um euch an unsere Aufgaben heranzuführen, hat es sich für mich im ersten Step bewährt, euch die Grundlagen des Sozialgesetzbuches als auch die Richtlinien, die für unseren Bereich wichtig sind, näher zu bringen. Im Anschluss daran geht es auch direkt an die Praxisfälle, damit die Themen nicht allzu theoretisch werden. Hier gilt es, die Anträge zu sichten, eigenständig zu einer Entscheidung zu kommen oder den weiteren Prüfweg zu planen. Euer wichtigstes Handwerkszeug während der gesamten Ausbildung ist das Sozialgesetzbuch. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sich mit den einzelnen Paragraphen der Sozialgesetzbücher als auch mit den Richtlinien unterschiedlichster Art vertraut zu machen, um sicher in der Anwendung zu werden. Worauf legst du als Azubi-Pate besonders viel Wert? Mir ist es wichtig, dass ihr Azubis Interesse an den Fachthemen habt und gespannt auf die Praxis seid. Ich lege viel Wert darauf, dass ihr euch bei mir im Team gut einfügt und von Anfang an wohlfühlt. Deswegen nehme ich mir für eure Einarbeitung und Betreuung viel Zeit. Ebenso wichtig ist es mir, dass ihr euch bei Problemen und Fragen direkt an mich wendet, damit unsere Zusammenarbeit von Anfang an von Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist. Danke dir, Gerwin. Neben der Ausbildung im Betrieb sind wir auch phasenweise in der Berufsschule und in der BKK-Akademie in Rothenburg an der Fulda. Aber dazu kann euch unsere Ausbilderin mehr erzählen. Hallo Frau Grote,
Was hat es mit der BKK-Akademie auf sich? Die BKK-Akademie ist unser Lernzentrum. Unsere Auszubildenden sind dort über 8 Seminarabschnitte für jeweils 2 Wochen. Denn hier bei der Heimatkrankenkasse treffen wir alle Entscheidungen anhand der Inhalte des Sozialgesetzbuches. Und deshalb ist es wichtig, dass sie den richtigen Umgang damit lernen. Und dafür haben wir die Akademie, die ihnen alles Schritt für Schritt beibringt. So werden sie langsam herangeführt, was sie im Laufe der Ausbildung alles wissen müssen. Die BKK-Akademie hat einen angeschlossenen Hotelbetrieb. Das heißt, unsere Auszubildenden haben dort auch sehr viel Ruhe zum Lernen. Und neben der tollen Lernatmosphäre gibt es auch verschiedene Freizeitmöglichkeiten, um sich nach dem Unterricht auch mal entspannen zu können. Und welche Inhalte werden in der Berufsschule vermittelt? In der Berufsschule werden ergänzende Themen vermittelt. Da sind die Fächer Sozialversicherungsfachkunde, Wirtschaftslehre oder Rechtskunde als Beispiel. Diese sind auch prüfungsrelevant. Und unsere Auszubildenden besuchen hier in Bielefeld das Rudolf-Rempel-Berufskolleg im sogenannten Blockmodell. Das heißt, es sind abgeschlossene Zeiträume, wo sie wirklich nur in der Berufsschule sind. 2x6 Wochen je Schuljahr. Vielen Dank, Frau Grote, für das Gespräch und bis bald. Nach der 3-jährigen Ausbildung und einem erfolgreichen Abschluss ist der Weg als SOFA aber noch nicht unbedingt zu Ende. Frau Konoplev, können Sie uns sagen, wie es nach der Ausbildung weitergehen könnte? Ja, wer bei uns einen Blick in die Teams der Heimatkrankenkasse wirft, wird sehr schnell feststellen, dass in nahezu allen Fachteams auf unterschiedlichen Positionen ehemalige Auszubildende zu finden sind. Und das macht uns natürlich ganz besonders stolz, denn wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass unsere Auszubildenden nach erfolgreich absolvierter Abschlussprüfung eine berufliche Perspektive bei uns in der Heimatkrankenkasse finden. Und sie haben natürlich ganz viel Wissen im Gepäck aus ihrer Ausbildung. Sie kennen die Strukturen, die Abläufe, die Zuständigkeiten bei uns im Haus natürlich am allerbesten. Und welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es bei der Heimatkrankenkasse? Ich bin bei der Heimatkrankenkasse für das Thema Personalentwicklung zuständig. Personalentwicklung, das schließt alle Weiterbildungsmaßnahmen ein, die wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten. Da gibt es auf der einen Seite Seminarangebote, die die Mitarbeiter individuell wählen können, wo es um persönliche Entwicklung geht. Dann aber auch ein ganz großer, fester, wichtiger Bestandteil, das Thema Fachseminare. Die bieten wir extern und intern an. Damit sind dann alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand und davon profitieren dann natürlich auch am Ende unsere Versicherten. Weitere Möglichkeiten sind die Führungskräfteentwicklung, die wir intern anbieten, und dann das Thema Fortbildung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, sich als Fachberater in unterschiedlichen Fachbereichen ausbilden zu lassen oder auch den Krankenkassenfachwirt als große Fortbildung zu besuchen. Und bei allen Maßnahmen wird immer geschaut, was braucht der Mitarbeiter, wo steht er aktuell, wo soll er sich hin entwickeln. Und danach entwickeln wir dann gemeinsam mit Teamleitung und Abteilungsleitung individuelle und bedarfsorientierte Maßnahmen. Vielen Dank, Frau Konoplev, für Ihre ausführliche Darstellung. Und damit sind wir schon am Ende unserer kleinen Tour. Ich hoffe, wir konnten dir einen guten Einblick in die Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten geben. Wenn du dir auch vorstellen kannst, eine Ausbildung als SOFA bei der Heimatkrankenkasse zu machen, freuen wir uns sehr auf deine Bewerbung. Alle Infos rund um deine Ausbildung findest du auf unserer Webseite unter heimatkrankenkasse.de/Ausbildung. Wenn du noch weitere Fragen hast, melde dich gern bei uns. Tschüss und vielleicht auch schon bis bald.